Und hier bekommen wir ein Herzteil. Sehr schön. Und hier, also die 50 Rubine, die sind es wahrscheinlich nicht wert, denn hier kommt ihr nämlich wieder zurück in den Dungeon, wenn ihr das Herzteil holt. Die 50 Rubine auf der anderen Seite sind es nicht so wirklich wert. Könnt ihr natürlich auch holen, wenn ihr wollt. Ich meine, ihr könnt euch hoch teleportieren und müsst dann einfach vom Start aus wieder den Dungeon machen, aber das ist ja kein Problem eigentlich. Genau, hier haben wir das Dungeon-Item bekommen. Auch da nehmt am besten den Enterhaken, geht, braucht ihr keine Energie. Und hier war ich blöd. Denn hier habe ich gedacht, ich brauche einen Schlüssel. Nein, das ist der große Schlüssel. Den haben wir doch schon. Oh Mann. Ja, ich habe nicht richtig hingeschaut. Und so kommen wir nämlich jetzt nach oben. Genau, wo wir hinwollen. Und kommen auch weiter. Ja, was soll ich dazu sagen? Gut, da wir nicht wissen, was hier passiert, ich platziere mal Bomben. Okay, dann halt gehen wir erstmal nach oben. Das ist nämlich ein einzelner Raum. Okay, da müssen wir... Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Ja, das tut es weh. Oben würde es aber noch weiter gehen. Ach, ich bleib halt hier stehen. Ja, das ist meine Schuld. Warte mal. Oben geht es noch weiter? Das macht gar keinen Sinn. Obwohl doch, wenn wir nach unten gelangen, dann geht es da jetzt natürlich weiter nach unten, also Richtung Boss. Dann müssen wir aber doch jetzt erstmal hier vorbeischauen. Warte, das war's? Hey, was? Ah, jetzt kann ich den hier verschieben. Oh, oh. Okay. War nicht so schlimm. Oh. Okay. Also, glaube am Rand ist man sicher. Ich komme nämlich nicht ganz bis zum Rand. Hier in der Mitte ist es natürlich ein bisschen schwieriger, das ganze Zeug einzusammeln. Ich glaube, es einfach oben rum. So. Genau, dann haben wir nämlich das auch geholt. Ein bisschen Geld. Und jetzt können wir oben weiter. Und einfach durchlaufen, haben den Schlüssel und weiter geht es. Okay. Oh, jetzt wird's spannend. Das heißt, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, mal nochmal zu speichern. Denn wir haben das letzte Mal im Bombenshop gespeichert. Das ist schon ein bisschen her. So, das heißt, wir brauchen eine Plattform. Es ist aber dunkel. Das ist... Oh mein Gott! Das ist ja vollkommen krank. Oh mein Gott, ist das krank. Ja, also da kann halt mal gut passieren, dass man, also entweder wird man runtergeworfen, bekommt Schaden vom Feuer, also von den Feuerkugeln, und wird runtergeworfen, also bekommt Schaden durchs Runterfallen, oder man bleibt einfach stehen und bekommt konstant Schaden und stirbt. Das wird so spaßig, oh mein Gott.
Nach oben. Nein, man bleibt einfach stehen und bekommt Schaden. Nach oben. Hier rüber. Nach oben. Genau, das meine ich. Oben, oben, oben. Und da sind wir gekommen, glaube ich. Okay, wir müssen aber nach unten. Ah, wir müssen nach unten. Ja, ja, da waren wir ja gerade schon. Stimmt, die Tür ist aber zu. Und wir wissen nicht, warum. Also. Noch nicht, warum. Schnell, Runde, 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 Runde. Okay, hier war der Schalter. Das tut weh. Kann ich jetzt aber nichts machen. Jetzt ist offen. Oh mein Gott! Ups! Eigentlich richtig, aber ja, doch nicht ganz. Ich frage mich trotzdem, wie das gehen soll, wieder mal. Naja, so geht's. Oh Mann. Das war die falsche Richtung. Puh. Ja, ich wusste es nicht, in welches... Ich glaube, ja, wenn das Auge offen ist, dann in die Richtung, in die das Auge schaut, sozusagen. Ich war mir nicht sicher und... ja. Also, falsche Richtung. Da unten ist aber noch eine Truhe. Ich hoffe, wenn ich die freilasse, dann, dass die mich dann heilt. Nein, tut sie nicht. Achtung. Tut sie nicht. Ihr lasst die Fee frei. Also frei. Die fliegt dann erstmal rum. Und dann müsst ihr sie wieder quasi einsammeln mit eurem Körper sozusagen. Erst dann wird sie eingesammelt und verwendet. Aber so habe ich halt quasi ein halbes Herz einfach mehr. Hä? Willst du mich verarschen? Ich war so rum und so rum war falsch und in die andere Richtung war auch falsch, oder was? Jetzt check ich's wirklich nicht. So rum ist auch falsch, guck. So rum auch. So rum auch. Ich habe keine Ahnung, was das Auge will, aber egal, in welche Richtung ich mich bewege. Es ist scheinbar falsch. Na gut. Ja gut, dann... komm raus. Bleibt erstmal nichts anderes übrig. Und wir sehen schon, was bei der Truhe da unten auf uns wartet. Ganz nett. Da freut man sich doch drauf. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Scheiße. Bin ich es runtergefallen. Und da ist der Schlüssel, den wir brauchen. Da kommt noch ein Stück. Nice, damit ist es weg. Damit haben wir aber auch ein Problem. Wir haben keine Energie mehr. Das bedeutet, wir müssen jetzt den blauen Trank nehmen. Damit wir unsere Energie auffüllen, leider.
Denn natürlich will ich jetzt... Wir gehen gleich weiter. Schnell, 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 schnell. So. Okay. Ich weiß nicht, wo wir hier hinkommen. Einfach nur raus. Schauen wir mal, ob das was bringt. Gehen wir wieder rein. Oh, okay. Ja, leider bin ich in eine Fee reingelaufen. Deswegen ist die weg. Ich kann mal schauen, ob die nochmal respawnen, wenn ich hier die Ebenen wechsle. Oh, tun sie. Ja, sehr nice. Dann können wir unsere Flaschen mit Feen voll machen. Sehr schön. Dann hat das ja was gebracht. Am besten nicht runterfallen. Ich weiß nicht, was passiert, wo ihr dann landet. Deswegen. Am besten wieder zurück und... hier rein. Oh, da ist er wieder. Na komm. Tschüss. Und wir rennen hier durch. Die kann man mit einem... Ja gut, vielleicht mit Silberpfeile, ich weiß es nicht. Aber mit, ja, mit Pfeile kann man die besiegen. Und hier brauchen wir den Schlüssel. Oh Gott, das kommt... Das meine ich, wo kommt das Scheißteil die ganze Zeit immer her? Ich verstehe das nicht. Das ärgert mich immer. Komm, 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 komm. Oh Mann, so knapp. Wie das Teil immer genau da landet, wo ich eigentlich gerade hin will. Warte mal, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ja doch, eigentlich nach oben. Ja. Ich meine, ich weiß natürlich nicht, was es hier sonst noch so gibt, aber... ich denke mal, mit dem... ja, mit dem kommen wir hier natürlich eigentlich auch durch. Tschüss. Schnell hier raus. Aber warten, bis das Teil wieder hier verschwindet. Und jetzt... nein. Teil am besten nicht mitnehmen. So. Boah, aber ansonsten findet sich hier eigentlich nichts mehr. Wie gesagt, auch hier hilft euch natürlich der geupgradete Bumerang. Unfassbar, wie gut der hier ist. Denn ihr seht ja, man kann den extrem weit werfen, ihr könnt hier alles aufmachen und dann einfach wieder gehen. So, das einzige Problem ist jetzt, wir müssen, ja toll, an dem vorbei, aber egal, wir sind jetzt vorbei, ein Treffer. So, hier werden wir nochmal komplett aufgefüllt. Sehr schön. Und jetzt sind wir vor dem Boss. Alles klar. Ja, dann werden wir hier auf alle Fälle nochmal speichern. Würde ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Genau. Und dann würde ich doch mal sagen, ab hier rein. Also, am besten den Eis zuerst besiegen und draufschlagen.
Also. So. Und mit dreimal goldenem Schwert ist er schon besiegt. Also, das war's schon. Aber quasi, wenn ihr den Stab verwendet, dann, damit stunt ihr ihn nur, damit ihr ihn angreifen könnt, quasi. Autsch. Ja, blöd. Oh, warte. Ah. Jetzt haben wir ihn. Ja. Und das war's grundlegend schon mit den Stäben. Und jetzt müssen wir das Mittelteil treffen. Vorsicht. Gott. Und das war's schon. Aber wie man da drauf kommen soll, dass man die Köpfe dann auch noch schlagen muss mit dem Schwert, weiß ich nicht. Also, das wird wirklich miserabel erklärt in dem Spiel noch. Das muss man schon sagen. Wie gesagt, für die damalige Zeit ist es verziehen, aber das ist ja die Gameboy-Version. Das ist die Gameboy-Advance-Version und selbst da ist es immer noch quasi fast 10 Jahre später oder über 10 Jahre, müsste ich jetzt gucken, ich glaube sogar über 10 Jahre später, ist es immer noch so scheiße erklärt. Und das finde ich nicht gut. Das muss man wirklich kritisieren. Wie gesagt, für die ganzen meisten Leute, die hier einschalten, die denken, okay, ich habe das Spiel schon tausendmal durchgespielt, ich weiß doch, wie die Gegner gehen. Ja, schon, aber wie war es damals, als man es zum ersten Mal gespielt hat? Ich weiß nicht, wie man da drauf kommen soll. Keine Ahnung. Wie gesagt, mit den Stäben, kein Problem, da kommt man drauf. Aber dass man da noch einprügeln soll auf die Gegner, wäre mir nie drauf angefallen. Ich hätte den Boss wahrscheinlich fünfmal versucht, bis ich irgendwann gemerkt hätte, okay, ich krieg den einfach nicht down, ich versuche mal was anderes. Aber es hat ewig gedauert. So weit bist du gereist, nur um mich zu retten. Ich wusste, du bist der legendäre Held. Ich wusste es, seit wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Ganon harrt in seinem Turm, darauf das weltenverbindende Tor zu durchschreiten. Sobald Ganon die Lichtwelt betritt, kann ihn keine Macht der Welt mehr aufhalten. Doch wenn er in dieser Welt gefangen ist, kannst du ihn sicherlich aufspüren. Bringe nun die 7 Kristalle zu Ganons Turm. Mit vereinten Kräften können wir das Siegel brechen. Lass uns dem Land und den Menschen den Frieden zurückbringen. Hast du alles verstanden? Ja. Möge der Weg des Helden zum Triforce führen. Alles klar. So. Und damit wäre auch dieser Dungeon abgeschlossen. Warte mal, Ganons Turm befindet sich gleich nebenan. Scheint ja ganz so. Gibt's eigentlich in der Höhle irgendetwas? Weiß ich jetzt nicht. Oh. Ja, okay. Ein paar Rubine. Oh Gott. Kann ich scheinbar wieder nicht besiegen. Ich hab's versucht, aber... Mit dem Strahl ging's nicht, mit dem Schwert geht's aber.
Oh ja, hier. Link, wir werden die Barriere an Ganons Turm mit vereinten Kräften brechen. Alles klar. Wie sieht's denn aktuell aus? Ja gut, wir sind eigentlich ja ganz voll, weil der Bosskampf ja so einfach war. Also, wenn man weiß, wie es geht. Ist er einfach, aber man muss halt erstmal rausfinden. Ja, dann würde ich sagen. Ab rein da. Level 8. Ganons Turm. Da steht der, okay. Türe ging aber noch nicht auf. Aha. So, also. Hä? Warum kann ich das gucken? Merkt ihr was? Es ist so Millimeterarbeit. Ich kann da nur draufstehen, wenn ich Millimeter genau da stehe. Oh Gott. Immer dasselbe, es kommt immer zur falschen Zeit. Naja. Na komm, ziehen wir das einfach noch ein Stück weiter. Kann ich aber auch nicht mehr vorbeischießen. Ich kann die immerhin einsperren, aber ich glaube, ja gut, ich weiß nicht, ob ich die besiegen muss. Vielleicht auch nicht. Lauf doch da rein! Na, scheinbar schon. Ich habe jetzt alle versucht hier zu verschieben, aber es geht nicht. Nee. Hey, aber ich komme hier auch gar nicht mehr raus. Dieses blöde Teil ist es halt die ganze Zeit im Weg. Dann muss ich es andersrum einsperren. Moment, nehmen wir das noch ein Stück hoch. Schieben das hier rüber. Warte, noch nicht. Jetzt. Hä? Jetzt haben wir es.
Und jetzt ziehen wir das wieder weg. Und schieben es wieder runter. So, das haben wir. Boah, dieser Raum. Junge, der geht mir jetzt schon wieder mega auf den Sack. Können wir die Türme vielleicht so besiegen? Nö. Die Türme sind so ein Scheiß, ich weiß nicht, wie ich die angreifen soll. Weil die halt auch immer extrem scheiße stehen. Ja, vergiss es. Ich weiß es nicht. Und natürlich diese Scheißblöcke in der Mitte, die blockieren natürlich meine Schüsse. Ey, ist das ein Dreck. Boah, ist das anstrengend. Alter, ist das eine Scheiße. Ich habe aber genug Feen, aber ja. Ich sehe halt auch die ganze Zeit nicht, wo diese Scheißtypen stehen. Ich sehe es einfach nicht. Das ist so ein Müll, ist das. Und wenn ich hier stehe, die Blöcke sind immer im Weg. Ich kann die nicht treffen. Das ist so ein Dreck, ist das. Verdammte Scheiße. Oh Gott! Schnell da rein. Alter! Okay, hier kommen wir wieder nicht weiter. Ja. Also alles umsonst. Müssen wir wahrscheinlich irgendwann wieder machen. Junge, Junge, Junge. Ja, ja, das ist jetzt wirklich richtig bockschwer. Halt, das war richtig. Gut, also hier kommen wir schon mal nicht mehr weiter, dann müssen wir erstmal woanders lang. Nö, aber wir können eine Fee nehmen eigentlich. Auch da haben wir ein Leben mehr. Dann gehen wir als nächstes hier runter. Okay. Wow, ist das ein einfacher Raum. Wir laufen erstmal. Moment. Na gut, wir wissen ja nicht, wo es lang geht. Laufen wir erstmal da, Rio. Noch ein Schlüssel. Nichts. Verstehe ich jetzt nicht ganz, was hier sein soll. Ah, okay, okay, verstehe. Ja, gut. So macht das Ganze natürlich Sinn. Verstehe schon. Hmm.
Okay. Das ist halt auch seltsam. Man kommt hier an, dann bewegen sich diese Feuerbälle. Jetzt bewegen sie sich aus dem Bildschirm raus. Und ich wette, die kommen mir sofort entgegen, wenn ich jetzt mich nur ein Stück in das Labyrinth hier hineinbewege. Weil die einfach nur außerhalb des Bildschirms warten und inaktiv sind. 100 Pro. Der Weg ist nicht so lang. Aber das wird einfach draußen nicht mehr aktualisiert. Wetten? Guck, da kommen sie wieder. War so klar. Ich will mich aber jetzt nicht die ganze Zeit treffen lassen von irgendwas. Komischerweise bringt mir das aber gar nichts, weil ich nicht hier rüberkomme. Also ich weiß jetzt nicht, wofür habe ich das jetzt gemacht. Denn hier ist kein Weg, um darüber zu kommen. Also war das eigentlich nur eine Verarsche? Hä? Aber ich muss hier weiterkommen. Okay. Dann muss ich wohl... irgendeinen von diesen Blöcken verschieben. Wahrscheinlich der in der Mitte. Ja. Und so kommt man dann auch rüber. Ein weiterer Schlüssel. Perfekt. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Haben sie das von Pokémon abgeschaut? Hier sind wir richtig. Ja. Tata. Sehr schön. Okay. Ja, bitte ein in die Flasche rein. Will der mir jetzt hiermit sagen, dass es hier einen unsichtbaren Weg gibt? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon. Den großen Schlüssel haben wir aber noch nicht. Hier haben wir auf jeden Fall die Truhe dazu. Oh Gott, da kommt mir das entgegen. Dann gehen wir mal in die andere Richtung. Warum tue ich mir das eigentlich an? Oh Mann, jetzt kommen auch noch die...
dachte ich, kann da seitlich stehen, aber nein. Tja, keine Ahnung, wofür ich die angemacht habe. Hat null gebracht. Ja, ist ja gut. Warte mal, gibt's hier drin überhaupt irgendetwas? Wenn ja, sehe ich nicht was. Ach komm, ey. Jetzt habe ich. Ach okay, das ist eigentlich nur eine Falle. Alles klar. Ja gut, ich komme halt nicht vorbei an diesem Scheißteil. Ach komm, das meine ich wieder. Ich werde schon wieder außerhalb des Bildschirms angegriffen. Ich hasse das so sehr. Wie, woher soll man das denn wissen? Da unten ist noch eine Fackel. Alles klar, dann braucht man alle. Dann machen wir das mal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Autsch. Knapp. Das haben wir gefunden. Die Hand war gerade da. Ich verstehe trotzdem nicht, wie es hier weitergehen soll, also wie ich zu den anderen komme. Ich habe eigentlich alles versucht. Vorsicht. Ja, keine Ahnung. Na gut, wir müssen hier noch schneller sein. Warte nur, bis die Hand kommt und dann fangen wir an. Ist sie. Und let's go. Eins. Mir egal. Zwei. Nein, drei. Vier. Ach, komm schon, ey. Was ne Verarsche. Gibt's doch nicht! Ey, was ein verfickter Betrug, Mann! Boah, das kann doch nicht dein Scheiß Ernst sein! Dieses dreckige Spiel, ey. Junge, meine Fresse, ey. Wie sehr will man mich eigentlich hier verarschen? Boah! Natürlich werde ich hier rausgebefördert. In dem Moment, in dem ich es geschafft habe. Was eine Scheiße, ey. Und ja, ich weiß, es ist nicht weit ab. Oh, fuck. Falsche. Kriegt er davon Schaden? Hä? Okay, keine Ahnung. Habe ich es nicht ganz verstanden. Ich glaube irgendwie schon, aber naja. Kriegt den Stein jetzt eigentlich auch irgendwie weg? Weiß ich nicht. Kann man mit dem Stein vielleicht das Ding ein? Ah, toll. Schleud ich den mit zu mir selber rüber, ey. Nö, interessiert ihn gar nicht.
Gerade nur wieder auf die Hand. Beziehungsweise nein, wir müssen erstmal weitermachen. Wir müssen erstmal die zwei verbrennen. Die stören sonst nur. Ja, ist klar. Okay, die Hand war gerade da. Ganz schnell. Das dauert alles wieder viel zu lang. Leck mich doch am Arsch. Dreh doch deinen scheiß Face, Link. Kann doch nicht so schwer sein. Wir haben es geschafft. Mein Gott. Das hat nicht gereicht. Hä? So geht es doch eigentlich. Oder kann ich den hier auch drüber werfen? Nee. Oh Mann, was ist denn das jetzt schon wieder für eine Scheiße? Aber so geht das doch. Erzähl mir doch keine Scheiße. Es gibt doch keine anderen Bomben. Ich verstehe das nicht. Wieder mal nicht. Ich habe keine Ahnung, was man hier machen soll. Die Bomben explodieren zu schnell. Und ich kann auch, wie gesagt, Bomben nicht mit... Ich kann die Bomben auch nicht mit einer anderen Taste... Vorsicht. Nicht, dass ich irgendwas neu lade oder sowas. Oder irgendwas lösche. Ich kann die Bomben auch nicht mit irgendeiner anderen Taste oder sowas hier herbeirufen. Ich kann alles drücken. Ich muss die auf den Boden legen, dann werfen... Komme ich da mit irgendwas anderem ran? Nee. Knapp, aber nein. Ganz knapp kommt man nicht ran mit dem Bumerang. Ja, keine Ahnung. Okay, ich verstehe es nicht. Irgendwas mit dem Stab. Aber ich habe es eigentlich nicht verstanden. Okay. Ja, der schießt. Wie man sieht. Wenn man ihn zweimal hintereinander benutzt. Irgendwas ab, aber ja, keine Ahnung, wie man da auch da drauf kommen soll. Hat er bis jetzt noch nie gemacht. Aber nun gut. Jetzt sind wir ja weiter. Oh Mann. Den Kompass haben wir gefunden, immerhin. Und 10 Pfeile noch. Warte mal. Haben wir jetzt Kompass? Ne, wir haben nur den Kompass bis jetzt gefunden. Die Karte haben wir noch gar nicht. Oh Mann. Uff, das dauert noch. Das wird wohl noch etwas dauern. Oh, nice, ein kleiner Schlüssel gefunden. Warte. Ich
Ich kann mich gar nicht näher an die Wand stellen, um den zu treffen. Das ist doch so... So. Oh Gott, wo landen wir hier? Um Gottes Willen. Na gut. Ich hab's versucht. War klar, dass es wieder passiert. Aber ist egal, das machen wir so oft, bis es klappt. Und jetzt kommt mir die Scheiße entgegen. Okay. Okay. Hat aber so mehr oder weniger geklappt. Ich finde es auch immer scheiße, dass ich, wenn ich direkt im Türeneingang stehe, kann ich noch keine Fähigkeit einsetzen. Ich muss weiter in den Raum rein, damit das funktioniert. Ah, okay, jetzt sehen wir den Weg hier. Viel zu sehen gibt es im Grunde nicht. Es ist einfach nur ganz gerade. Ich weiß, die zeigen mir teilweise den Weg an, also dass man da laufen kann. Aber ich habe natürlich keinen Bock, dass die mich angreifen. So, wir haben's. Okay. Nur 10 Pfeile, okay. Ah, aber hier ist das. Hier geht's dann nach unten. Immerhin. Alles klar. Oh. Verstehe. Hilft natürlich sehr, hier schon die Ding zu haben, die Silberpfeile. Jetzt haben wir zwei Richtungen, ja, ich weiß es nicht. Wir nehmen es einfach eine von beiden. Der große Schlüssel haben wir bekommen. Sehr nice. Pfeile und Bomben. Dann war das schon mal sehr wichtig und richtig. Sehr schön. Okay.
Haben wir hier? Feen. Na, zumindest mal eine bräuchten wir. Perfekt. Wir lassen die anderen zwei mal hier unten, falls... Wir könnten zwar ein bisschen was auffüllen, aber wir würden ja da halt irgendwie ein paar verschwenden, weil die füllen ja 6 Herzen auf, deswegen macht keinen Sinn. Lassen wir so, wir haben ja jetzt erstmal voll... Oh, und wir landen direkt beim Dungeon-Item. Oh, die rote Rüstung, sie schützt dich noch besser als die blaue. Sehr schön, schnell raus hier, bevor uns diese Ding erwischen. Ja, nice, wir haben den großen Schlüssel und das bedeutet, jetzt können wir auch durch das große Tor. Das einzige Problem, uns fehlt immer noch, oder? Immer noch die Karte, ganz genau. Ja, das ist ein Turm. Natürlich, wir müssen immer weiter nach oben und wir wissen natürlich nicht, was kommt. So. Wir haben aber auch noch, wenn wir... Wenn wir hier nach oben gehen, zur Truhe, dann nochmal nach oben und dann nach links und nochmal nach links, dann haben wir dann noch einen Aufgang, der nach oben geht. Ich glaube, da gehen wir jetzt auch hin. Denn ansonsten wüsste ich... Ich glaube, hier... Wir ignorieren hier einfach alles und nehmen den Weg. Schauen wir mal schnell weg. Das nervt nur. So. Klopfen wir mal einfach alles schnell rein. So, das reicht schon. Ja, hier oben waren wir zum Beispiel noch nicht. Ganz genau. Da könnte zum Beispiel die Karte sich befinden. Wir sind nämlich direkt nach unten. Nur Bomben. Und nur Pfeile. Hier befindet sich also gar nichts drin, genau. Also, gut halt. Oh, wir müssen die sogar besiegen, sehe ich gerade. Bin ich hier sicher? Bin ich. Erwischt. Ja, ich war mir nur nicht sicher, ob ich mir, wenn ich mit dem Bogen schieße, ob dann die Teile auslösen. Die lösen aber nur aus, wenn man das Schwert benutzt. Von daher nicht das Schwert benutzen. Okay, das heißt, wir kommen hier wieder zurück. Nicht den hier verwenden, der ist fake. Ihr müsst den Totenkopf verwenden, ansonsten fallt ihr runter. Den hier. Den hier. Noch ein Stück weiter unten. Ah, die waren in der Mitte, okay. Komm. Weg mit dir. Ah, hier war das, aber da brauchen wir einen Schlüssel, einen normalen. Da habe ich jetzt keinen mehr davon. Anders geht's leider nicht. Ich wüsste nämlich nicht, wo wir... ...einen Schlüssel herbekommen sollen. Hier bin ich sicher. Warte. Hier bin ich sicher.
erstmal wieder alles einsperren und nochmal so. Ich habe gedrückt, hat nichts gemacht. Okay. Man kommt jetzt, Problem, man kommt hier jetzt auch nicht mehr zurück, glaube ich, oder? Nee, man kommt hier einfach nicht mehr zurück. Das ist so ein Scheiß. Jetzt bin ich halt wieder am Anfang, ist ganz toll. Jetzt habe ich das ganze Ding abgeschlossen, aber mir fehlt dieser scheiß Schlüssel. Ich würde mal sagen, gut, dann lassen wir das. Und dann holen wir uns die Karte später wieder, weil wahrscheinlich haben wir einen Schlüssel vom... quasi vom Endboss oder halt vom falschen Raum schon woanders verwendet. Den bekommen wir. Wir müssen dann nur wieder zurücklaufen und darauf habe ich keine Lust. Deswegen, dann machen wir jetzt einfach so. Ist doch eigentlich vollkommen egal. Das bedeutet, hier müssen wir... Na gut, hier kommen wir ja nicht mehr rein. Nee. So, und hier nach oben. Ich würde jetzt nur mal ganz interessieren, wo landet man denn, wenn wir hier runterlaufen? Okay, in diesem Raum. Ja, alles klar. Spielt keine Rolle. Alles klar, dann gehen wir in die Mitte weiter. Da jetzt ewig rumzumachen wegen diesem einen Schlüssel, den wir wahrscheinlich eh nie wieder nicht mehr bekommen werden. Weil es den hier unten nicht mehr gibt, sondern hier in der Mitte gibt. Bringt ja nichts.